Hallo Leute und willkommen zur zweiten Folge. Direkt im Anschluss wird sie aufgenommen, wie ich gesagt habe. Ja, jetzt das 11. Spieltäckchen. Los geht's gegen Neubrandenburg. Oh mein Gott. Die reißen noch uns doch bestimmt den Arsch auf. Oh nein, bitte nicht. Ah ja, und das war genau das erste Spiel, wo wir nichts machen konnten. Neubrandenburg kommt nach vorne. Schön gestoppt, um Sava auszutricksen. Zweikampf entscheidet. Das wird was. Tor hat nicht gerechnet. 1 zu 0 nach 2 Minuten. Okay, das können wir gleich sehr schnell überspringen. Bestimmt, wenn Neubrandenburg jetzt nicht sehr dumm wird. Aber hey, besser so als wie gar nicht. Flankt. Aufgepasst, mein Name. Und da ist was. Ball lange nach vorne. Kommt der Pass. Macht den rein, 2-0. 4-1! Sikola! Okay, das Tor möchte ich mir aber. Warte, komplett anschauen. 41. Spielminute oder so, ne? Wartet mal. Hier, Chance. Donasilo, da, hier. Ah, okay. Elfmeter, schade, aber es wird nicht gestehen, wie. Also, hier steht nicht, wie es zum Elfmeter kam. Das finde ich schade. Aber okay. Sikola legt den Ball mit dem Ventil nach vorne. Oben hin und führt den Elfer aus ins linke obere Eck. Tor 4-1. Das war der Anschlusstreffer und dann gibt es noch mal einmal was von Neubrandenburg. Alles klar. 4-1 ist okay, ja. Zumindest mal beim Tabellenzweiten jetzt mal einen Treffer mitgenommen. 7 Treffer hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir machen so mehr Unentschieden und kriegen keine Siege hin, aber hey, 6 Punkte. Was will man erwarten? Und wir sind schon die ersten fast 3 Minuten, die wir durch haben. Lalalabalabalabale. So. Bergschlappbach, ach Gott. Gegen die haben wir doch haushoch verloren. Hoppala. Bergschlappbach spielt hier aber gegen. Ich wusste gar nicht, dass man von anderen Spielen gegen Reinen. Ach Gott. Heimschiedsrichter. 1727 Zuschauer, okay. Heimschiedsrichter ist zwar nett, aber hat bei uns nichts gebracht. Ja, aber wir versuchen trotzdem was nach vorne zu machen. Gut. Schön gestoppt von Roman. Ja, bitte. Ganz ehrlich. Nur zu, Leute. Aber der Gegner gewinnt den Ball letztendlich. Nein! Gibt's doch nicht. Okay, nicht viel zu sehen erstmal. Ender ist wieder fit. Das freut mich wirklich. Will an Rebicic vorbeigehen, aber schafft's nicht. Ist okay. Ist okay, wirklich, Leute. Einen kurz ausgeführte Ecke. Oh nein, das ist ein 1 zu 0 direkt. Die erste Chance für die in Ansatz. Und die ist drin. Ernsthaft? Hör mir. Really? Oh Mann. Na egal. Nächste Chance von Rainer, das gibt's doch nicht. Aber zumindest kann die jemand nicht. Zum Glück können sie die Mitspieler nicht erreichen von Rainer. Das finde ich sehr gut. Aber schade, dass wir kein Konter draus nutzen können. Naja. Konter wurde ja schließlich auch nicht eingebaut. Also von daher, ja.
Halbzeit. Vierundfünfzigste Minute. Ersten Pfosten. Oh, das gibt's doch nicht. Das sehe ich schon. Und der Ball ist im Netz. 2-0. Es bleibt sogar bei 2-0, ja. Okay. Trotzdem, Arnold Zweiler immer noch ohne Tor. Zum Glück. Alter, Arnold Zweiler hat ja eine Klatsche gekriegt. Ja, alles klar, ich brauche gar nichts sagen. Bergstappach, nein. Bitte nicht. Jetzt auch noch Heimschiedsrichter für die 6107 Zuschauer für Bergisch Gladbach. Das ist doch nicht wahr. Erst sechste Minute. Bergisch Gladbach mit der ersten Chance. Die setzen sich direkt durch. Nesse flankt. Probiert. Flankt auf Nesse. Versucht auf an Sava vorbeizukommen. Man kann gar nicht mehr reden. Aber. Die Flanke kommt nicht genau an. Also war nicht genau genug. Mensch. Na, ja, verfehlt sein Ziel. Zwei Chancen gebraucht schon mal. Oh, Fortuna Selo, ja bitte. Aber Freistoß für Bergstappbach, alles klar. Danke. Nehmt ihn an, wird abgedrängt, mir egal. Und trotzdem kann er den Ball aus Spitzensinkel. Ich glaub's nicht. 1-0 Bergisch Gladbach. Können wir wirklich nur Arnold Zweiler bezwingen? Das ist doch lächerlich. Bergisch Gladbach. Zwei gespielt. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah. An Seitenstein kann man aber nicht mehr vorbeikommen. Sehr gut. Aber das wird wohl nicht lange reißen. Saba gewinnt aber den Zweikampf. What the fuck? Wie gut nochmal Fortuna Selo dazwischen hält. Aber das wird auch nicht mehr viel sein und in der nächsten. Nein, ach komm. Die nächste Chance. Also zumindest ein Torschuss abgegeben durch den Freistoß ist okay, aber da kommt keiner mehr ran an den Steilpass. Und die nächste Chance. Also, Mann, das gibt's doch nicht. Lambert ist hier noch unterlegen. Sehr schade. Und das ist die nächste Chance für Gladbach ausgerechnet. Das ist doch nicht wahr. Oh nein, 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 nein. Sikola kann klären. Dass die Jungs, die machen es irgendwie. Irgendwie reden die das nochmal über die Zeit. Das ist wirklich krass. 9 Minuten wieder, Alter. Woher rede ich diese gesamte Zeit weg? Freund in Feindteam weg. Schade. Ender versucht nochmal was, aber ja. Also, es sieht so aus, als würde es nur bei 1-0 zu bleiben. Okay. Das finde ich ja gut. Also wirklich, Leute. Das wäre wirklich ein Highlight im Gegensatz zum Hinspiel. Das wäre ein Sieg. Also allgemein ist das jetzt schon ein Sieg, glaube ich. Die Jungs haben da sehr gut dagegen gehalten. Bisher so. Schöner Pass. Sikola geht den Ball entgegen. Jawohl, Sikola. Alter, der ist ja eine Maschine in letzter Zeit. Auch wenn ich hier nichts eingestellt habe. Alter. Der zeigt's ja richtig. Ach Gott, aber jetzt geht's los, vorbei zu schlänzen. Springt er auch gerechnet noch in die falsche Ecke, also in die linke. Oder er springt nach unten rechts, aber der Ball kommt oben rechts an.
Es geht nur 3-0 aus. Das ist ein Sieg? What the fuck? Oh mein Gott, und Showhouse hat sich auch noch verletzt von Bergschlappbach. Ja, gute Besserung. Nicht toll, nicht toll. Aber das ist wirklich ein Sieg. Wie viel haben wir denn bitte nochmal? Bergschlappbach, aufpassen. Wie viel haben wir denn bitte nochmal am Anfang gegen Bergschlappbach verloren? Bergschlappbach, Bergschlappbach. Hä? Wo bin ich jetzt gerade? Dritter Spieltag. Fortuna Seelo und Rhein. Neubrandenburg. 1 zu 5. Ja gut, wir haben diesmal nicht ein Tor gemacht, aber hey, nur 3-0. Gesteigert. Gut. So, versuchen wir es mal mit dem 14. Spieltag noch gegen Borussia Wuppertal. Kompetenter Schiedsrichter, wird das frostig. 2094 Zuschauer sind nochmal da, Alter. Das ist nochmal ein Rekord, den man da wirklich angebrochen hat. Fortuna Seelo direkt mit der Ecke. Sauber schickt die Flanke in den Strafraum, aber über Freund und Feind hinweg. Aber gegen Borussia Wuppertal, Mensch, du. Unser Konkurrent hat uns ja noch beim letzten Mal richtig zerstört. Soweit ich weiß. Also mal schauen, was wir da noch reißen können. Ah, erstmal Wuppertal mit einer Chance, aber der wird zum Glück nichts. Und da gibt's für Saba und Strupa, ja, gelbe Karten. Yay, ich freue mich wie ein. Ja, ich weiß nicht. Mir fällt nicht sein Hirnsalz, ein Stein, auch noch Schiri-Beleidigung. Leute, bitte nicht, bitte. Lasst uns das mit 11 Mann zu Ende spielen. Okay, also Borussia Wuppertal hat auch gerade nicht Bock, mit 11 Mann zu Ende zu spielen. Zwei gelbe Karten, nicht schlecht. Also taktisch faul, taktisch faul, taktisch faul und dann einmal Schiri-Beleidigung, also so. Das ist eine faire Kartenverteilung und kann den Ball wegposten. Kirill also wieder im Kasten und der macht das wieder richtig gut. Münz setzt sich im Zwischenfuß an, aber Münz fault. Vorhin und das Schiri pfeift zum Glück, kriegt Münz nicht die gelbe. Leck mich am Arsch, ey, was ist denn heute los? Entschuldigung für den Ausdruck, aber was ist denn heute wieder los? Alter, 13 Minuten. Täuscht rechts an. Ja, komm. Oh, Mist. Halbzeit. Okay, also wir halten Borussia Wuppertal gut in Zaun. Das wäre doch mal das erste Unentschieden wert, oder nicht, Leute? Ich meine, wir haben wirklich, wir müssen nur noch 4 Punkte holen, um zu sagen, hey, wir haben das zweite Ziel erreicht. Gut, ich glaube, das mit der unter 100 Gegentore bleiben Marke müssen wir nochmal überdenken. Aber 2 von 3 Zielen, das wäre schon perfekt. Also, so um die 5 Punkte würde ich gern noch sehen. Das wäre richtig nice. Oh Mann. Ah, fällt auf den Trick nicht rein. Schade. Kommt, Leute. Oh nein, Borussia zum ersten Mal wieder einen Angriff. Bitte nicht. An den Ball kommt aber keiner mehr ran. Alter, 20 Minuten noch und dann haben wir den ersten Punkt. Come on. Das muss jetzt doch mal was werden. 11 Meter! Seitzenstein geht auf den Punkt, was? Und der Ball landet auf den Zuschauer rein. Wollt ihr mich verarschen? Wieso schießt Sikola nicht wieder? Der hat doch beim letzten Mal gut getroffen. Ach, komm, ey.
Oh Gott, und jetzt werden wir dafür bestraft. Das ist Schalke aus der letzten Saison, ohne Scheiß. Die haben gegen, Entschuldigung für das Wort wieder, aber wirklich, man muss wirklich sagen, die haben gepennt, ne? Was? Das Spiel dann auf den Kasten? So, ab zu den Kasten. Abseits. Aber das Schiedsrichter gespannt. Gib das Tor, willst du mich verarschen? Boah. Klar, okay, hätten wir den Elfmeter machen müssen, aber Alter, abseits ist abseits. Junge, wo ist hier der Videoschiedsrichter involviert? Das frage ich mich jetzt mal ehrlich. Hat der wieder gesagt aus Köln, ja, da war eine klare Fehlentscheidung. Willst du mich verarschen? Junge, abseits ist abseits. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Mann, du, das ist doch nicht normal. Und er springt in die richtige Ecke, aber weil wir noch abgefälscht, keine Chance für den Keeper. 2-0, ja. Jetzt ist eh vor Schluss, kurz. 2-0, okay. Welcher Spieltag war das jetzt, der 14.? Also, bisher halten wir uns gut, sind sogar bessere Abwehr als wie Arnersweiler und Priestdorf. Kommt auch wieder an unsere Differenzen nah dran. Okay, Leute, ich beende auch Part 2 und dann sage ich bis gleich.